5. November 2038, 22.58 Uhr. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Na gut, dann gehen wir mal. Gucken, wo wir... Verlasse den Bus, okay. Also nach Hause können wir auf jeden Fall schon mal nicht gehen. Sitzen bleiben, Unterschlupf. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Okay. Dann gehen wir raus. Kalte, dunkle, regnerische Nacht. Oh, sie friert. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Ach, ganz bestimmt. So, finde einen Unterschlupf für die Nacht. Da hinten ist was. Da können wir was machen. Und da können wir nichts machen, okay. Dann gehen wir mal eben zu den beiden rüber hier. Was können wir mit denen machen? Sprechen? Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Okay, nicht so gesprächig. Alles klar. Komm mit, Alice. Wir könnten, da hinten ist noch was. Und da links ist noch was. Warte mal. Da. Untersuchen. Bitte. Immer geöffnet, kann nicht bleiben. Was? Was ist das hier? Da können wir aber rein, oder nicht? Untersuchen. Öffnet erst am Morgen, okay. Was hier? Ach, hier ist ein Waschsalon. Okay, da können wir nicht rein. Da drüben ist noch was. Ich finde das so geil, dass dieses alte Detroit... Ein Motel. Da haben wir unseren Schlafplatz. Ah ja. Das alte Detroit mit dieser Moderne verknüpft ist. $40. Gehen wir nicht rein? Okay, wir haben kein Geld. Wir brauchen $40. Und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Alles klar. So. Beschaffe $40. Wo soll ich die denn jetzt hernehmen? Wir gehen weiter gucken, alles. Da hinten ist noch was. Und hier links, glaube ich, oder? Da. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Okay, was haben wir hier noch? Ist hier noch was? Nee, da ist nichts mehr. Warte mal, da. Rebuild Southwest Detroit. Okay. Ist die Frage, ob wir dann in dieser Ruine schlafen möchten. Ich glaube fast nicht. Warte mal, was ist da hinten? Immer geöffnet, kein Schlafplatz. Um Hilfe bitten. Können wir noch machen. Ansonsten...
Achso, der öffnet erst morgens. Was ist das hier? Laden ist geschlossen. Okay, das waren die 70 Dollar. Unbequem, aber sicher. Ich glaube, es wird tatsächlich darauf hinauslaufen, dass wir in dieser Ruine schlafen müssen. Komm, Alice. Nicht trödeln. So, mit dem können wir nicht sprechen. Was? Pass auf Alice auf, okay. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Oh, doch, der ist kalt. Verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Okay, das fällt auch aus. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Wir gehen mal darüber. Vielleicht können die uns ja helfen irgendwie. Vielleicht haben die ja 40 Dollar, aber ich glaube es fast nicht. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heizanlage, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Aus der Kasse stehlen. Okay. Kann ich jetzt mit dem noch reden? Nee, ne? Nee. Reden kann ich damit nicht. Was ist denn... da oben? Da ist die Kamera, okay. Hier war aber noch irgendwo was. Warte mal. Ach, dann. Achso, das ist die andere Kamera. Alles klar. Und war hier noch was? Nein, ne? Ladendiebstahlplan finden. Da hinten ist noch was. Okay. Hier war doch gerade. Hä? Okay, hier ist nichts mehr. Da hinten sind doch noch Sachen, warte mal. Da ist noch eine Kamera, okay. Aber hier hinten war doch gerade noch was. Mal ganz kurz einmal gucken gehen. Ach, da. Essen für Alice. Puh. Ich leg's erstmal zurück, warte mal. Wobei. Jetzt noch. Hier war doch noch irgendwo ein Hinweis, oder? Da. Spielzeug für Alice. Guckt gerade nicht. Er guckt auf seine Monitore. So, warte mal. Da oben hängt eine Kamera. Die sieht mich da. Aber da nicht. So, die schwenkt jetzt darüber.
Und da hängt noch eine Kamera, ne? Na, die sieht mich aber da. Okay. Also Essen klauen ist schon mal keine Option. Die Kamera sieht mich, glaube ich, überall. Verdammt, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, da ist was. Da sind die Kameras. Da ist Essen. Kamera. Kann ich hier hintergehen? Ne. Na, er guckt natürlich die ganze Zeit auf seine Kameras, ne? Ich kann nicht mit ihm reden. Stehlen, Ladendiebstahl, Plan finden. Okay, ich glaube, wenn ich was klaue, dann wird irgendwas anderes freigeschaltet. Warte mal. Da hinten kann ich auch nicht rein, ne? Stuff only. Ne. Also hinter komme ich auch nicht. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist. Etwas gestohlen. Ich weiß echt nicht, ob das jetzt ein Fehler ist. Hey, was zur Hölle machst du da? Leg das sofort zurück! Okay, ich kann es nur zurücklegen. Es tut mir leid. Ja, klar. Verschwindet aus meinem Laden. Okay. Komm, Alice. Konnte Geld nicht okay, beschaffen. Alice. Wir finden schon noch einen Schlafplatz. Okay. So, Motel nicht verfügbar. Haus versuchen. Okay. Ist jetzt die letzte Möglichkeit, ne? Also schreit alles nach. Es schreit wirklich alles nach dem. Nach dem zweiten Mal durchspielen. Oder noch, sogar noch ein drittes Mal vielleicht. Weil es einfach so viele Möglichkeiten. Schauen. Weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt's hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Okay. Haus besetzen. Wie kommen wir denn hier rein? Hier ist was. Was, mit dem Drahtschneider? Wo soll ich den hernehmen? Zaun kann hier mit einem Drahtschneider zerschnitten werden. Ja, toll. Wo soll ich den hernehmen? Ihr seid ja lustig, ey. Ich habe keinen Drahtschneider. Hier war aber auch nichts mehr, ne? Da kann man hier irgendwo noch durchgehen. Komm, Alice. Komm mit. So, im verlassenen Auto übernachten. Betreten. Okay. Aber wo soll ich denn jetzt einen Drahtschneider hernehmen? Strange.
Vielleicht ist das Auto doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich meine, es ist trocken und ja, vielleicht stinkt es ein bisschen. Sieht verlassen aus. Aufbrechen. Da ist noch was. Im Auto schlafen, öffne das Auto, Haus besetzen, finde eine Drahtschere. Okay, hier war noch was. Zaum mit Drahtschneider zu schneiden. Alles klar, ich habe keine Drahtschere. Leute, das ist doch bestimmt eine Alarmanlage, oder? Halte Abstand, Alice. Hey. Schlafen einfach mal im Auto. Kann jetzt im Auto schlafen. Ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ja, ich hoffe. Ich will da drin nicht schlafen. Das ist mir schon klar. Können wir nicht woanders hin? Weiter suchen. Okay, wir suchen was Besseres. Die kurze mag sie nicht. Alles klar. Vielleicht liegt ja hier einer rum. Hier ist ein bisschen Gerümpel noch. Ah, guck mal. Ah, alles klar. Dann kommen wir doch hier rein, ne? Schneiden. Ist die Frage, was besser ist. In so einem kleinen... Also in so einem Auto zu schlafen oder in so einem gruseligen, verlassenen Haus? Ich weiß es nicht. L2. So. Alles in Ordnung? Oh nein. Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Wie viele Knöpfe muss ich hier drücken? Keine Sorge, wir sehen uns nur um. So, finde einen Weg hinein, alles klar. Hier glaube ich eher nicht, nein. Wo ist denn hier der Eingang? Wir hätten im Auto schlafen sollen. Abreißen, können wir das hier? Okay. Hier können wir schauen. Ist da schon einer drin vielleicht? Okay. Öffnen. Na, ist natürlich abgeschlossen, ne? Alice? Oh, oh. Alice! Oh. Wo ist die kurze? Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grace nicht. Sie verletzt Ralph. Keine Ahnung. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht tun. Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Was? Bitte, wir brauchen dringend Hilfe. Es wäre so nett, wenn wir bleiben dürften. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Oh, danke. Ralph, tut euch nichts. Ist ja nett von dir. Okay.
Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Na guck mal, er ist doch freundlich. Kommt, na kommt. Sieht ein bisschen aus wie der Joker. Hier lang. Oder? Rev lebt hier, seit er weggelaufen ist. Rev geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Aha. Ist ein bisschen crazy, oder? Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Sehr einladend hier. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Na klar. So, mach ein Feuer, mach ein Bett für Alice. Okay. Oh, Holz. Das ist gut. Mache ein Feuer. So, Holz gefunden, finde etwas Papier. So, ist natürlich im... Achso, das Kamin ist. Ich dachte schon, sie wollte jetzt auf dem Boden Feuer machen. Es wäre natürlich nicht so schlau, auf einem Holzboden ein Feuer zu machen. Okay, so, jetzt müssen wir etwas Papier noch finden. Und das... Alter! Was macht der da? Der ist gruselig, der Typ! Oh, das Spiegel. Warte mal, da lag noch was. Papier? Ah, alles klar, Papier. So, Papier haben wir auch gefunden. Ablegen. Okay, da sind Streichhölzer, sehr schön. Ich finde das cool, mit dem Controller so zu interagieren. Das gefällt mir. Yeah, ich habe Feuer gemacht. Yeah. So, okay. Also warm ist die Bude schon mal. Jetzt müssen wir nur noch... mach ein Bett für Alice. Okay. So, Decke gefunden. Wo kann die Kurze denn schlafen? Mal hier. Mach ein Bett beim Kamin, alles klar. Bett vorbereiten. Ich bin viel besser als Todd. Also, ne? Verstehst du schon? Krieg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Okay. Schlaf, kleine Alice, schlaf. Pass auf Alice auf, richte dich für die Nacht ein. Okay. Wie soll ich das machen? Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Tja. Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst.
Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Oh, ist das süß, die Kleine. Zu Alice legen, Abstand halten. Ach komm, wir legen uns mal hin. Was soll der Galt? Auch wenn ich glaube, dass Androiden nicht schlafen müssen, oder? Brauchen die auch Schlaf? Ne, ich glaube nicht, ne? Flüchtende. 35%, okay. Das ist nicht so viel. Alter, wie viel gibt Trophäe-Unterschlupf? Oh, schön. Wie viel gibt's denn hier noch? Warte mal, wir fangen mal hier vorne an. Letzter Stopp, verlassen. Alles klar. Unterkunft für die Nacht finden. Hotel überprüfen, Parkplatz. Lalala, Supermarkt betreten. Mit Mitarbeiter reden. Schokoriegel da lassen. Spielzeug stehlen. Ach, guck mal. Alles klar. Hier unten gibt es noch einen dritten Weg. Aber alles führt eigentlich dazu, dass wir entdeckt werden, oder? Kasse bemerken. Also egal, was wir stehlen, es führt dazu, dass wir wieder rausfliegen. Alles klar, okay. Alter, wie viel alleine im Supermarkt, wie viel hier noch offen ist. Auf dem Parkplatz. Auto aufbrechen, andere Optionen finden. Da kommt noch, oh, da kommt auch noch eine ganze Storyline. Dann haben wir hier im Haus Ralph treffen, überzeugen. Okay, lalala, Feuer machen, Bett machen, lalala. Okay. Alter, wie viel hier noch gibt? Wie viel es hier noch gibt? Motel überprüfen. Und hier ist auch noch was, was wir noch gar nicht... Mit dem geparkten Androiden reden. Hier oben ist auch noch ein ganzer... Ja gut, was heißt ein ganzer Weg? Aber ein bisschen ist ja... Wir haben 35% von diesem Kapitel. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Okay.